Herzlich willkommen zu eurem Snackable zum Thema Entscheidungen treffen. Das ist ein Thema, das ihr euch mehrfach gewünscht habt und das wir hiermit aufgreifen. Was ist also drin in unserer Snackbox heute? Als erstes Entscheidungen treffen im Pilot- oder im Autopilot-Modus. Dann unter der Überschrift Selbstsicherung first Entscheidungen treffen mit der Slackline-Methode und mit der Consent-Methode für die Entscheidung im Team. Das ist auch eine Entscheidung im Team, nämlich die Entscheidung in der Homeoffice-Familie zum Beispiel. Und zum Schluss gibt's den Song. Wünsche euch viel Spaß und viel Inspiration. Wisst ihr eigentlich, warum Menschen so viel bessere Entscheider sind als Vulkanier? Weil wir zwei Entscheidungssysteme haben. Das sogenannte intuitive Erfahrungsgedächtnis und unser analytisches System. Mit dem intuitiven Erfahrungsgedächtnis treffen wir die meisten Entscheidungen des Tages, so um die 500 ungefähr, manche sagen sogar mehr. Das sind Entscheidungen, die nicht immer bewusstseinspflichtig sind. Entscheidungen wie, trinke ich jetzt noch einen Kaffee oder fahre ich gleich los? Wie rufe ich den Kunden jetzt an oder später? Oder bestelle ich mir jetzt eine Pizza oder was aus dem Asia-Wok? Dass es diese beiden Systeme gibt, ist wissenschaftlich bewiesen. Unter anderem hat sich Daniel Kahneman in seinem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken mit diesen beiden Systemen auseinandergesetzt. Und er beschreibt in seinem Buch sehr klar, wofür die beiden Systeme stehen. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte aus seinem Buch erzählen. Er hat Menschen interviewt, die nachgewiesenermaßen sehr wichtige Entscheidungen getroffen haben und er wollte wissen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind. So zum Beispiel interviewte er einen Feuerwehrmann, der nachgewiesenermaßen seiner Mannschaft das Leben gerettet hat durch eine Entscheidung. Und zwar hat er seine Mannschaft, die in ein brennendes Haus gestürmt war, um den Brand zu löschen, sofort wieder den Befehl gegeben, das Haus zu verlassen. Und kurz nachdem die Leute draußen waren, ist das Haus eingestürzt. Und Daniel Kahneman wollte wissen, woher der Feuerwehrmann wusste, dass das gefährlich war. Und er fragte ihn und interviewte ihn eine lange Zeit und der Feuerwehrmann konnte das nicht sagen. Und nach einiger Zeit, so gegen Ende des Interviews, sagte der Feuerwehrmann plötzlich, meine Ohren waren zu heiß für das, was ich gesehen habe. Also das, was er sah und das, was er sozusagen daraus ableiten konnte, stimmte nicht mit seinem intuitiven Erfahrungsgedächtnis überein. Es ist also glasklar nachgewiesen, wie wichtig dieses intuitive Entscheidungssystem für uns ist. Es kann uns aber auch ganz schön in die Irre führen. Zum Beispiel, wenn man seinem Bauchgefühl als selbsternannter Virologe glaubt, wenn man sich als Experte für Herdenimmunität versteht oder auch einen Aktienkauf aus dem Bauch heraus tätigt. Das kann, auch wie Kahneman zeigt, ganz schön schief gehen. Deswegen empfiehlt er eine ganze Menge von Methoden für analytische Entscheidungssituationen und eine Methode, die wir empfehlen, möchte ich euch gleich vorstellen. Das ist die sogenannte Slackline-Methode. Slackline, benannt nach der Sportart, die ihr alle kennt, und die steht dafür, sich für seine Ideen und Problemlösungen und Entscheidungen ein bisschen durchschaukeln zu lassen. Also ladet euch für wichtige Entscheidungen, die ihr treffen wollt, ein paar Vulkanier ein oder Freunde oder Kollegen, die eure Idee bzw. Entscheidung kritisch hinterfragen. Diese Fragen sollten in vier Richtungen gehen. Erstens, was genau ist die Idee, was genau möchtest du tun? Zweitens, welche Probleme sollen durch die Idee gelöst werden, welche noch und welche noch? Drittens, welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, damit deine Idee funktioniert? Was noch und was noch? Und welche Risiken könnten auftreten zwischendurch, welche noch, welche noch? Und viertens, wie weit gibt es vergleichbare Entscheidungen oder Ideen, die andere schon getroffen bzw. umgesetzt haben und was waren die Konsequenzen? Also ermutigt die Kollegen, da kritisch zu hinterfragen und ganz klar, ihr werdet aus so einer Runde ganz bestimmt nicht dümmer hervorgehen. Und dann bittet ihr eure Sparringpartner, die Antworten in drei Kategorien zu sortieren. Erstens, nicht machen, weil. Zweitens, die Idee modifizieren, die Idee könnte funktionieren, wenn. Und drittens, machen und dabei hinter jedem Schritt achten auf. Ja, das ist die Slackline-Methode und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg bei allem, was ihr entscheidet. Und jetzt stellen euch meine Kollegen die Consent-Methode vor. Auch hier viel Inspiration.
Ich möchte euch heute eine Methode vorstellen, wie ihr sehr schnell und effektiv in Gruppen zu Entscheidungen kommen könnt. Wer kennt es nicht? Ihr sollt in einer Gruppe eine Entscheidung treffen und stattdessen findet man sich in nicht enden wollenden Diskussionen wieder. Oft liegt es daran, weil in einer Gruppe so lange diskutiert und gesprochen wird, bis alle einen Konsens zu einem bestimmten Thema finden. Das heißt, bis alle irgendwie Ja sagen können. Dieses Vorgehen mündet meistens im Blockadeverhalten aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das Resultat ist, entweder Entscheidungen werden vertagt oder sie werden gar nicht erst getroffen. Das heißt, in der Gruppe einen Konsens zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Was allerdings gut in einer Gruppe funktioniert, ist einen Konsens zu finden. Das heißt also, zu einer Entscheidung Ja zu sagen, weil es keine schwerwiegenden Einwände oder Gründe gibt, die dagegen sprechen. Der Konsens fokussiert also auf die Frage, welche schwerwiegenden Einwände gibt es. Und hier liegt die Betonung vor allem auch auf dem Wort schwerwiegend. Das heißt, ich nenne nicht nur einfach einen Einwand im Sinne von, ich finde etwas blöd oder das mag ich nicht, sondern mit schwerwiegendem Einwand ist gemeint, ich sehe begründete Argumente, zum Beispiel negative Folgekosten oder Konsequenzen, die gegen diese Entscheidung sprechen würden. Die Consent-Moderation ist also eine wunderbare und auch praktische Methode, um als Moderator einer Entscheidung die Energie immer wieder auf Fortschritt zu lenken. Wie sieht das Ganze nun aus? Wie funktioniert es also? Stellt euch vor, ihr habt die Entscheidung zu treffen, wie oft ihr euer Team-Meeting nun virtuell durchführen sollt. Einmal die Woche, zweimal die Woche, gegebenenfalls vielleicht auch täglich. Dann wird der erste Lösungsvorschlag präsentiert. Und mit diesem Lösungsvorschlag gibt es eine erste Informationsrunde. Das heißt, es geht darum, Unklarheiten, die gegebenenfalls noch bestehen, zu klären. Hilfreiche Fragen hier können sein, was braucht es noch, um eine Entscheidung zu treffen? Oder welche Fragen gibt es noch? Nach der Informationsrunde schließt sich eine erste meinungsgebende Runde an. Hier geht es dabei zu hören, was geht den Menschen durch den Kopf und es darf alles kommen und es wird auch nichts bewertet. Hilfreiche Fragen können hier sein, wie geht's mir mit dem Vorschlag? Oder auch, wie fühlt es sich an für mich, wenn ich diesen Vorschlag jetzt umsetzen müsste? Nach dieser ersten meinungsgebenden Runde hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn ihr gleich auch noch eine zweite Meinungsrunde anschließt. Die dient vor allem dazu, dem Ganzen nochmal Resonanz zu geben, was man vorab gehört hat. Und gegebenenfalls hat sich da auch die Meinung nochmal verändert. Das heißt, Fragen, die ihr hier stellen könnt, ist, wie geht's mir mit dem Gehörten? Oder auch, inwieweit hat sich gegebenenfalls die Meinung verändert? Und dann kommen wir auch schon zum vierten Schritt, zur Konsensrunde und entsprechend auch zur Beschlussfassung. Und hier ist die alles entscheidende und zentrale Frage, welche schwerwiegenden Einwände gibt es, die gegen diesen Vorschlag sprechen? Wenn dann Einwände kommen, ist es ganz wichtig, diese zu würdigen, zu begrüßen und mit lösungsorientierten Fragen zu konkretisieren. Beispielsweise, was brauchst du, um dich darauf einlassen zu können? Unter welchen Bedingungen könnte es aus deiner Sicht funktionieren? Oder auch, wie müsste der Vorschlag modifiziert werden, damit es funktionieren kann? Das wird dann so lange gemacht, bis kein Einwand mehr vorhanden ist und dann gilt der Beschluss als gefasst. Ihr könnt diese Konsensrunde auch mit Handgesten untermalen. Daumen hoch würde bedeuten, ich habe keinen Einwand, wir können das so machen. Handflächen nach unten leicht gewankt würde bedeuten, ich habe Bedenken, aber keinen schwerwiegenden Einwand, also ja, lass es uns probieren. Und Handflächen nach oben bedeutet, ich habe einen schwerwiegenden Einwand, einen sehr begründeten Einwand, den ich gerne mit euch teilen möchte. Die Handfläche nach oben ist ganz bewusst so gestaltet, weil es soll symbolisieren, dass Einwände ein Geschenk sind, die hilfreich sind, um nochmal die Perspektive zu erweitern und zu einem bestmöglichen Lösungsvorschlag zu kommen. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren dieser Konsensmoderation. Herzlich willkommen zum Hashtag Teamentwicklung in der Homeoffice-Familie. Heute gemeinsam Entscheidungen treffen. Wir haben für euch eine typische Homeoffice-Familie ausgesucht, die Simpsons. Und die Simpsons haben eine schwere Entscheidung zu treffen. Und weil die so schwer ist, kümmert sich Marge um dieses Thema. Es geht um die Frage, was soll es am Sonntag zum Mittagessen geben? Und Marge fragt erstmal all ihre Familienmitglieder und fängt an und sagt, ich möchte nicht so viel Arbeit haben.
Und Humor antwortet auf diese Frage: Mir ist wichtig, dass es viel gibt und auf alle Fälle Donuts zum Nachtisch, Baby. Dann kommt der Bart und Bart sagt: Mir ist das eigentlich egal. Lass uns zum Burgerladen fahren und Burger holen, das ist lecker. Aber Lisa sagt: Ich esse kein Fleisch. Und dann kommt noch die kleine Maggie und Maggie sagt einfach nur suck, 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 suck. Das heißt, Marge hat jetzt alle gefragt um ihre Meinung und was ihnen wichtig ist. Im nächsten Schritt geht es weiter und Marge bittet die Familienmitglieder darum, einfach mal Ideen zu sammeln. Was würden sie sich denn wünschen für ihre Entscheidung? Wie soll es denn am Sonntag sein? Das heißt, die Ideensammlung kommt. Oh, eine riesen Pizza soll bestellt werden. Ha, Salat und Gemüse als Beilage. Wir decken den Tisch schön. Wir tauen was auf von dem leckeren Festessen aus der Tiefkühltruhe. Oh, wir kaufen Donuts beim Supermarkt. Ihr seht, eine reichliche Ideensammlung ist das geworden. Und Marge überlegt, okay, allen kann ich es nicht recht machen. Ich treffe jetzt mal eine Vorauswahl und sag, wir kaufen Donuts beim Supermarkt, wir tauen uns was auf, dann habe ich nicht so viel Arbeit. Es gibt ein bisschen Salat und Gemüse und wir decken den Tisch schön. Und wenn jemand ein Veto hat, dann soll er sich jetzt melden. Aber es hat sich keiner gemeldet. Dementsprechend sind die Simpsons glücklich und Marge ist auch glücklich mit einem wunderbaren Entscheidungsprozess. Herzlich willkommen. Heute gibt's wieder den Checkout, The Italian Way. Und wir singen heute das Lied With a Little Help from My Friends. Und damit grüßen wir ganz, ganz herzlich die Carola. Die hat auch bald Geburtstag. Die hat sich nämlich dieses Lied gewünscht. Und natürlich grüßen wir damit auch ganz herzlich alle anderen Snackable-Fans, die so treu uns Feedback geben zu den Snackables und auch alle Snackables teilen. Vielen, vielen Dank dafür. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Let me your ears and I'll sing you a song. Try not to sing out of key. Oh, I get by with little help from my friends. Oh, I get high with little help from my friends. I'm going to try with little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel? I get by with little help from my friends. Oh, I get high.